Moin Leute und herzlich willkommen zu einer neuen Folge in Minecraft, denn heute machen wir mal etwas anderes, denn wir gucken mal, ob wir unseren Garten Eden heute, ich sag's mal, ein bisschen verbessern können. Was heißt verbessern? Naja, im Endeffekt, ich möchte ja später ja auch, ich sag's mal, so eine Art, ja, Tempel oder Schloss da drum gebaut haben und in der Mitte, so gesehen im Hof des Schlosses oder Tempel, was in Folge XY irgendwann mal da stehen wird, soll dann natürlich dann der Garten sein. Dementsprechend will ich heute dann tatsächlich mal die Planung machen oder den ungefähren Umriss, um zu schauen, ja, wie das Ganze so wird. Ja, ich glaube, ihr habt mich verstanden. Wenn nicht, dann halt nicht, aber ich glaube schon. So, jetzt muss ich aber noch oben gucken. Hatten wir hier eigentlich alle Fenster drin? Es sieht mal so aus. Ja, okay, gut. Wir hatten hier alle Fenster. Dann würde ich sagen, gehen wir wieder. Jetzt gehen wir runter. Gut, okay. So. Okay, genau. Das Glas kann hier hin. Das kann auch dahin. Das auch. So. Gucken wir mal, was wir hier so gebrauchen können. So, weil theoretisch, bevor wir da hochgehen, müssen wir eh sowieso schlafen gehen. Aber was ich eigentlich meinte, ist, dass wir hier tatsächlich auch diese Teile hier drauf bauen können. So, die Teile, die hier, diese Halfstones, Halbsteine. So, dass das Ganze schon etwas besser aussieht. Genau. Ja, der Baum muss auf jeden Fall hier auch mal weg. Das ist auf jeden Fall mal sicher, genau wie der Baum hier. Aber das ist eine Mission für eine andere Zeit. So, okay. Genau, das ist ja hier eine Ecke. Theoretisch würden hier Treppen. Ich habe sogar Treppen. Eieiei. Wusste ich ja gar nicht. Nice. Treppe und Treppe. So. Genau. Jetzt können wir hier so weitergehen. So. Na gut, bevor es hier wirklich krass weitergeht, gehen wir aber erstmal schlafen, bevor hier uns Mr. Creeper wieder einen Besuch abstattet. Das, ja, möchte ich, wenn möglich, vermeiden. Ich glaube, ihr versteht, warum. Dementsprechend, so, das Essen nehmen wir hier aber auch mal mit. So, Essen, 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 Essen. Boah, das Essen hat mich nicht wehgetan. Ich bin begeistert. So, ja, genau. So, die Bäume fällen wir gleich auf, weil wir brauchen nämlich das Holz. So. Und wir haben jetzt hier noch ein Stack. So. Ah, zu viel. Eins zu viel. So. Genau, jetzt kommt hier wieder La Treppe. So. Okay, wie das hier passt. Ich guck mal gerade, wie. Also ich mach das jetzt gerade ein bisschen spontan. Aber ich glaube, so könnte es gehen. Naja. Okay. Na, falsch rum. Weil darüber habe ich tatsächlich noch keine Gedanken gemacht, wie das hier so hochgehen soll. Aber scheint ja zu passen irgendwie. So. Okay, okay, Jump-Parcours. Boah, ich bin krass. Ich bin krass, Leute. Ich hab's geschafft. Ich weiß. Alle denken hier so, what? Er hat den Jump geschafft. Einfach nur krass. So. So, der Baum. Ja, gut, der kann theoretisch bleiben. Oder auch nicht. Ja, entscheidet man später, wenn man irgendwann tatsächlich mal die Mauer etwas schicker macht. Ne? Wie das hier zusammenhängen wird. So, jetzt haben wir hier so ein schräges. So. Ja, der Baum muss auf jeden Fall auch mal weg, so ist es nicht. Aber gut, jetzt sind ja eh gleich unsere Teile alle verbaut und dann gehen wir tatsächlich zu unserem Garten Eden. Ja. Ich weiß, der Name ist krass. Selbst ausgedacht. So, no copy-pasted. Ah, ich hatte noch die Ziegelsteine im Inventar. Gut. Egal, so, gut, egal, vielleicht dann doch nicht so ganz. Bauen wir dich mal wieder ab. Und dafür können wir dich jetzt hier reinbauen. So, okay, nee, da gehe ich außen rum. Da gehe ich außen rum. So. Nee, jetzt habe ich den Jump nicht geschafft. Ach, ich dachte schon, ey. Gerade voll erschrocken, so, was ist das Geräusch?
Es war eine Biene. Mich erschrocken wegen einer Biene. Oh mein Gott, bin ich schreckhaft heute. Ich weiß auch nicht warum. Aber egal. So, jetzt machen wir noch da drüben das ab. Und dann jetzt haben wir das auch geschafft. So, gut, okay. Genau, Garten Eden. Garten Eden, Garten Eden. Dafür brauchen wir aber auch ein bisschen Erde. So viel Erde haben wir wohl nicht mehr. Ne, also wir haben noch eins, wir haben noch zwei Stacks und 49. Ja, mal schauen, ob wir weiter damit kommen, ne? So, genau. Aber erstmal wollten wir die Bäume fällen, denn wir brauchen das Holz. Laholze. So, vielleicht kriegen wir auch direkt Setzlinge, dass wir die direkt wieder hier hinsetzen können. Wäre auf jeden Fall wünschenswert. So, der ist gefällt. Dann gehen wir hier hin. So. Ich höre ein Schwein. Ist das Schwein draußen? Ja, da stimmt. Er ist draußen. Er ist noch in der freien Welt. Ja, auf der Wildbahn, wie auch immer. So, dann verwende ich jetzt auch. Ey. Komm her. So. Genau, du warst ja hier dran, deswegen müssen wir dich mal kurz hier wegmachen. Und wir haben sogar einen Setzling schon. Nice. Dann würde ich sagen, setzen wir den doch erstmal dahin. Hier haben wir den zweiten Setzling. Ja, jetzt haben wir den Setzling. Okay, perfekt. So, ja, ich komme später wieder und schaue, ob wir neue Setzlinge haben. So, genau. Garten Eden ist ja hier oben. So. Genau, unsere Karotten gedeihen auch. So, du bist reif. Das bedeutet, wir machen dich mal dahin. So, okay. Ja, gut, wenn man schon einmal hier ist, kann man auch das Weizen mal komplett mitnehmen, ne? So, wäre sonst eine Verschwendung irgendwie irgendwo. So, 22 Weizen. Kann man auf jeden Fall wieder ein paar Kühe züchten. Oder Schafe. Schafe waren ja auch Weizen. So. Gut, okay. Ja. Jetzt muss man hier ein bisschen Gedanken machen. Wie soll das Ganze hier aussehen, ne? Also, Garten Eden soll ja schon hier so flächig bleiben. Die Bäume kommen wahrscheinlich größtenteils alle weg. Ich meine, ne, hier drum wird ja so gesehen ein Gebäude gebaut, ne, ein Gebäudekomplex, ne? Und okay, sagen wir mal, das Gebäude würde bis hier hingehen. So, der Garten Eden ist zu groß. Müssen wir zwei hoch. So, das Gebäude wird aber mindestens 7 breit sein. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Okay, das wäre viel zu klein. Das bedeutet, wir müssen noch weiter raus. Okay, so. Sagen wir, das Gebäude würde hier so gehen. Dann wäre 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ja, das ist schon etwas größer. Ich meine, das wird ja sowieso umgestaltet, ne? Aber der Garten soll ja schon etwas größer sein. Soll ja auch was wachsen. So, wie gesagt, die Bäume kommen größtenteils alle weg. Das ist ja normal. Genau. Ja, gut, also ich brauche deutlich mehr Erde, um das Ganze aufzufüllen. Das sehe ich jetzt schon. Aber egal. Fangen wir erstmal hier einfach so an, dass wir... So. Dass wir das Ganze hier erstmal hinbauen. Dass wir wenigstens hier die Grundfläche haben und später hier mal das Haus bauen zu können. Weil ich weiß nicht, vielleicht wird das Haus auch, ich sag's mal, so stockwerkmäßig, dass hier so ein Keller ist oder sowas, dass es hier auch noch so runtergeht. Das kann man ja später entscheiden. Deswegen mache ich hier erstmal nur, ich sag's mal hier, die Gras, oder ja gut, Gras ist es dann noch nicht, eine Erdefläche. Damit ich den Space habe und später hier das Haus bauen zu können. Naja, ich freue mich nicht, aber irgendwann müssen wir auch noch Cobblestone farmen. Und zwar viel, ne?
Und zwar so viel, dass ich tatsächlich irgendwie sage, so Motto, okay, das skippe ich irgendwann in so einem Video wie diesem hier. Selbst wenn man es schnell durchlaufen lassen würde, würde es wahrscheinlich ein ganzes Video dauern, so viel Cobblestone, wie ich brauche. So. Okay. Genau. So. Endeffekt, wir haben gesagt, 2. 2 bleibt. Ja. So. Genau. Also nur zur Info, ne, hier unter der Plattform ist jetzt der perfekte Spot, um Monster spawnen zu lassen, weil da keine, absolut keine Beleuchtung ist. Ich lebe gefährlich, Leute. Ich lebe gefährlich. So. So, machen wir erstmal hier das komplett voll. So, das haben wir hier auch gesagt. Okay, mir geht echt die Erde aus. So, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Okay. Okay. Ja, mal schauen. Ne? Wie wir es da unten hinten machen, sagen wir mal so, ich verschiebe das auf eine andere Folge, ne? Das wird noch ein Problem sein zu klären. So, aber im Endeffekt, hier oben kommt ein Gebäudekomplex hin. Das ist auf jeden Fall sicher, ne? Hier kommt so eine Art, Kloster, kann man sagen, ne? Das habe ich schon damals im Singleplayer gebaut. Ich weiß das noch. Die Welt ist mir leider tatsächlich verloren gegangen, was sehr schade ist, weil ich über 2 Wochen dran durchgehend gebaut habe, wo ich halt Zeit hatte. Und die Welt ist dann irgendwann einfach verloren gegangen. Ich habe nur noch einen Screenshot von diesem Gebäude, ja. Mehr habe ich nicht mehr. Das ist sehr, sehr schade. Aber egal. Passiert. So, jetzt haben wir keine Erde mehr. Das ist, belastend. Aber passiert. So, okay. Aber im Endeffekt wird das trotzdem passen. Ja, der Berg wird wahrscheinlich ein bisschen erweitert sein, vielleicht, ne? Ja, wir brauchen einfach Erde und Moss, ey. Erde und Moss. Anders bleibt uns da nichts übrig. So. Okay. Es wird schon wieder Abend. So. Also die Grenze fürs Gebäude wäre ja, haben wir ja gesagt, wäre ja eigentlich. So. Hier. Ne, wir haben ja gesagt, es wird ja sich. Upsala. So, deswegen haben wir auch das Holz mitgenommen, weil wir schon hier das so gesehen ein bisschen markieren können mit dem Holz. So. Genau. So. Machen wir hier schon noch schnell hin. Und danach gehen wir schlafen. Oh, Bäume sind wieder nachgewachsen. Sehr nice. Ja, die Bäume werde ich auf jeden Fall noch fällen. So. Ich überlege gerade, ob es irgendwie einen schnelleren Weg gibt, um Erde abzubauen, also zu farmen, aber irgendwie nicht, ne? Ich meine, ich muss ja so oder so Erde ja noch abtragen bei mir, ne? Aber mir fällt das da kein Weg ein, wo ich sage so, boah, best practice, ne? Einfach, man nimmt eine Schaufel und trägt Erde ab, ne? Ja, Terraforming ist anstrengend und mühsam, ja? Also das kann ich euch auf jeden Fall sagen. Also wer dachte, dass diesen Let's Play, ich sag's mal, unser Dorf, unsere Stadt später hier schnell erbaut ist, der hat sich aber mal ganz tief geschnitten. Das wird noch Ewigkeiten dauern. Absolute Ewigkeiten. Aber ja klar, dass du da wieder oben stecken bleibst, Holz, ne? So, jetzt habe ich dich. So, okay. Setzlinge hatten wir schon. Das bedeutet zack und zack. Gut, okay. Dann gehen wir kurz mal wieder hier oben hin. So, jetzt brauchen wir wieder unser Holz. Genau. 1, 2. Ja, kleiner würde ich es ja nicht machen, ne? Also man könnte. Ne, wenn man es. Warte mal, 1, 2, 3, 4. 4 ist immer, also gerade Anzahl ist immer blöd bei so einem Gebäude, würde ich jetzt mal behaupten. Aber vielleicht kann man es auch ein bisschen eine Stufe kleiner machen. Mal schauen, ich weiß es jetzt nicht, ne? So. Genau, jetzt haben wir gesagt, es kommt hier ja auch. So. So, Erde nehmen wir mit, weil wir brauchen alle Erde, die uns zur Verfügung steht. So. Genau, sollte ich nicht mehr hinbauen. So.
Okay. Krieg ich nicht mehr gehittet. So, 1, 2, genau, es würde jetzt hier so weitergehen. So. War ja klar, dass das andersrum ist, ne? War ja klar. So. So, Endeffekt wird dann hier oben so gesehen, dass das heilige Gebäude sein, ne? Wenn wir später mal Dorfbewohner haben, werden dann hier so die Braukünstler sein, etc., ne? Da wird im Keller zum Beispiel von so einem Kloster auch zum Beispiel der Zugang zur Hölle sein und so, ne? Dass man das alles so richtig schick baut. Ich weiß, was ich hier so vorschlage, dauert gefühlte 10 Jahre. Aber es wird sich lohnen, Leute. Es wird sich lohnen. Es wird sich absolut lohnen. Wehe zweifelt. So. Genau, das brauchen wir hier. So. Ja, wir brauchen hier eine Erde. So. Okay. Jetzt haben wir es hier rumgebaut. Hier zweimal Erde. Machen wir es einfach mal kurz so. Snacken wir uns hier zweimal Erde. Und dann haben wir unser Bereich, was später unser Garten sein wird. Ne? Also der ganze Bereich hier wird unser Garten. Mit ein, zwei Bäumen. Nicht so vielen, weil so viele Bäume. Sieht zwar schön aus, aber passt halt einfach nicht hin. Ja. Und im Endeffekt wird später, ne, eventuell hier oder hier das Ende vom Gebäude sein. Also alles wird hier, das wird hier so drin sein, ne? Das Gebäude wird auch nicht nur ein Stock so groß sein, sondern ich schätze mal so zwei oder sowas. Oder ein Stock mit einem großen Dach oder sowas, ne? Das muss man noch sehen. Und auf jeden Fall relativ großes Gebäude. Ja. Aber im Endeffekt mit diesen planungstechnischen Details würde ich sagen, beende ich auch mal diese Folge hier. Denn, ja, ich würde sagen, die Zeit ist um, ne? Aber egal. Wenn euch dieses Video oder Minecraft Let's Play gefallen hat, Leute, dann würde ich mich übelst freuen, einen fetten Daumen nach oben lassen könntet. Aber ich bin mal raus, Leute. Euer Bombard. Ciao.